Ich denke, jetzt sind wieder alle da. Wir können loslegen. Ja, auf die nächste Session freue ich mich ganz besonders, vor allem das Thema, um das es geht. Und jeder, der schon mal mit CDS Views zu tun hatte und sich über den Dedic SQL-Name geärgert hat, dass er da nur 16 Stellen hat und bei underscore 01, underscore 02, underscore 03 zu fluchen begonnen hat. Der wird sich jetzt freuen über das Thema, das uns die Andrea Schlotthauer von der SAP präsentiert. Zeigt uns nämlich die Vorteile einer neuen Generation von CDS-Views, und zwar die CDS-View-Entitäten. Andrea, ich darf an dich übergeben. Danke, Domi. Hallo zusammen. Ich heiße Andrea. Ich begrüße euch zu dieser Präsentation zum Thema eine neue Generation CDS-Views, CDS-View-Entitäten. Ich heiße Andrea Schlotthauer und arbeite in der SAP-Basisentwicklung seit 2020. Ich gehöre zu dem Team, das die ABAP F1-Hilfe schreibt und habe unter anderem Doku für die CDS-Views und View-Entitäten geschrieben. Und ich bin auch am Rollout im Bereich CDS, also für den Rollout zuständig und bin auf der SAP-Community aktiv. Es geht in dieser Session, ich teile, ups, ich habe noch nicht geteilt. So, jetzt müsste meine Präsentation zu sehen sein. Es geht um moderne Programmiermethoden im Bereich ABAP Core Data Services und das Fundament von Z Datenmodellen mit ABAP Core Data Services sind CDS-Views. Die sind schon seit mehr als 10 Jahren verfügbar und allein bei SAP intern wurden über 100.000 Views gebaut und an Kunden ausgeliefert. Spielt also eine große Rolle in der Anwendungsentwicklung und ja, SAP hat investiert, um die CDS-Views zu verbessern, die Programmierung zu vereinfachen. Ja. Und in dem Vortrag stelle ich CDS-Views vor, mit den neuen Features und der verbesserten Architektur. Es gibt zwei Hauptteile. Zuerst rede ich über die Vorteile und Hintergründe von CDS-Views und zeige auch eine Demo im ADT. Im zweiten Teil geht es dann um die Möglichkeiten zur Migration von CDS-Views zu CDS-View-Entitäten. Die klassischen CDS-Views heißen in offizieller Terminologie Dedic-basierte Views. Die wurden erstmals mit ABAP Release 47 ausgeliefert, 2014, und haben sich seither ja weit verbreitet. Sie kommen unter anderem in analytischen und transaktionalen Anwendungen zum Einsatz. Und im Lauf der Zeit wurden viele Möglichkeiten zur Optimierung von CDS-Views erkannt. Das betrifft die Bereiche Definition, Verwendung und Implementierung. Und diese ganzen Erkenntnisse wurden in CDS-View-Entitäten integriert. Die wurden erstmals mit dem SAP-Basis-Release 7.55 ausgeliefert. Das Migrationstool kam in Release 7.56 und seit Release 7.57 sind sie feature-complete. Ja. Auf dieser Folie sieht man eine Einordnung in den Bereich ABAP CDS. Es werden aktuell 7 verschiedene CDS-Entitäten zur Datenmodellierung ausgeliefert. 3 davon sind CDS-Views. Die View-Entitäten erfüllen die gleiche Funktion wie die klassischen CDS-Views. Also im virtuellen Datenmodell sind das die Interface-Views
und sie dienen zur Datenselektion. Und es gibt Projektionsviews, die die oberste Schicht eines Datenmodells bilden und im virtuellen Datenmodell dem C-Layer entsprechen. Und DDIC-basierte Views, also die klassischen CDS-Views, wurden mit Release 7.5.7 obsolet erklärt. Seit View-Entitäten Feature-Complete sind und die Möglichkeit zur Migration besteht. Und damit komme ich zur Motivation und Vorteilen von View-Entitäten. Ein prominenter Vorteil, der wahrscheinlich den meisten bekannt ist, das geht darum, dass die DDIC-basierten Views immer durch zwei Objekte repräsentiert werden. Da gibt es einerseits die CDS-Entität und das DDIC-Artefakt. Also das ist ein CDS-Managed-DDIC-View, dessen Name mit dieser Annotation SQL-ViewName definiert wird. Und das hatte einen rein technischen Hintergrund. Man brauchte ursprünglich eine Möglichkeit, um Metadaten im DDIC abzulegen. Und das hat man über diesen DDIC-View realisiert. Das hat aber auch Nachteile mit sich gebracht. Zum einen wurde schon erwähnt, dass es dann jeder CDS-View drei verschiedene Namen haben kann. Einmal den Namen der DDLS-Source, den man in diesem ADT-Wizard angibt beim Anlegen eines Views. Der Name der CDS-Entität hinter DefineView kann auch wieder ein anderer sein. Und der DDIC-Name, der mit der Annotation SQL-ViewName definiert wird. Die ersten zwei können 30 Zeichen lang sein, der DDIC-View aber nur 16 Zeichen. Und das kann ganz schön ärgerlich sein und man weiß auch nicht, wie man genau den View dann überhaupt ansprechen soll. Außerdem hat dieser DDIC-View die Aktivierung verlangsamt und bei Upgrades gerne mal Schwierigkeiten gemacht. Und CDS-View-Entitäten, da wird jetzt kein DDIC-Artefakt mehr benötigt. Eine View-Entität wird nur durch eine CDS-Entität repräsentiert. Die Namen der DDLS-Source und der CDS-Entität müssen übereinstimmen und dadurch hat man nur noch einen Namen. Es gibt beschleunigte Aktivierung und weniger Fehlerpotenzial. Soweit ist das vielleicht schon einigen bekannt, aber die Verbesserungen gehen auch weit darüber hinaus. Das habe ich jetzt auf den nächsten Folien zusammengestellt. Die erste Dimension der Verbesserung ist die vereinfachte Definition, Verwendung und Verwaltung von CDS-View-Entitäten. Der erste Punkt ist, dass View-Entitäten adäquat auf der HANA-Datenbank angelegt werden. Als CDS-Views erstmals eingeführt wurden, wurde entschieden, sie als Tabellenfunktion auf der Datenbank anzulegen, weil zu diesem Zeitpunkt nur Tabellenfunktionen Eingabeparameter unterstützt haben. Und das hat vom Feature Scope nicht gepasst, weil mit Tabellenfunktionen SQL Script geschrieben wird und Views eine Datenabfrage modellieren. Und als später die HANA-Datenbank SQL-Views auch Eingabeparameter unterstützt haben, wäre das sehr schwierig gewesen, das umzusetzen und teilweise auch inkompatibel. Deswegen wurde es nicht in die klassischen Views integriert. Aber in CDS-View-Entitäten hat man das jetzt so eingebaut, dass sie immer als SQL-Views auf der Datenbank angelegt werden, unabhängig von Eingabeparametern. Und somit sind sie adäquat auf der Datenbank angelegt. Außerdem hat man
in einigen Bereichen erkannt, dass die Syntaxprüfungen nicht oder zu lasch waren, dass Syntax zulässig war, die im Nachhinein zu Fehlern geführt hat. Und an diesen Stellen hat man die Syntaxprüfungen verschärft. Ein Beispiel dafür sind die Annotationsprüfungen. In klassischen Views kann man auch Annotationen hinschreiben, die keine Annotationsdefinition haben, also nicht als DDLR-Objekt aktiviert sind. In CSS-View-Entitäten gibt es aber eine Prüfung und das ist nicht möglich. Und in der Demo nachher zeige ich noch weitere Beispiele. Der nächste Punkt ist die automatische Mandantenbehandlung. Als CSS-Views erstmals eingeführt wurden, wurde die Mandantenbehandlung anhand von DEDIC und SQL-Mandantenbehandlung modelliert. Im Nachhinein hat man aber erkannt, dass dadurch einige Fälle nicht abgedeckt werden. Zum Beispiel, wenn in CSS-Views mandantenabhängige und unabhängige Quellen kombiniert werden. Dann hat man nachträglich Annotationen zur Mandantenbehandlung eingebaut. Client Handling Type und Client Handling Algorithm, damit Entwickler dann selbst zwischen verschiedenen Algorithmen zur Mandantenbehandlung wählen konnten. Aber die Lösung wurde als kompliziert empfunden und bei View-Entitäten hat man sich entschieden, die Mandantenbehandlung automatisch und implizit zu behandeln. Und immer nach dem aktuellen, also sobald eine Datenquelle mandantenabhängig ist, nach dem aktuellen Sitzungsmandanten zu filtern, über die Sitzungsvariable $SessionClient. Und somit müssen sich die Entwickler gar nicht mehr damit befassen. Also wie bei einem Automatikauto, wenn man nicht mehr überlegen muss, welchen Gang man braucht und auch nicht mehr selber schalten muss. Der nächste Punkt ist, dass Einschränkungen entfernt wurden, die als störend empfunden wurden. Dafür habe ich mehrere Beispiele. Zum einen die View-Erweiterungen. In klassischen Views muss in einer Erweiterung mindestens ein Feld in der Select-Liste oder in der Erweiterungsliste definiert werden. Und es ist nicht möglich, dass man nur eine neue Assoziation exponiert. Diese Anforderung wurde in View-Entitäten aufgehoben, weil sie in manchen Fällen Schwierigkeiten bereitet hat. Dann hat man einige eingebaute Funktionen überarbeitet, die teilweise unerwartete Ergebnisse geliefert haben. Zum Beispiel die Replace-Funktion wurde überarbeitet. Und außerdem wurde die Ausdrucksmatrix und Operandenpositionen erweitert, sodass man eingebaute Funktionen und Ausdrücke ineinander verschachteln kann und dass Operandenpositionen wie zum Beispiel die Where-Clause und die Assoziations-On-Bedingungen, mehr eingebaute Funktionen und Operanden wie Sitzungsvariablen und Parameter erlauben. Dadurch kann man sich komplizierte Workarounds und View-Stacks in einigen Szenarien sparen und die Entwicklung wird erleichtert. Der nächste Punkt ist verbesserte Typsicherheit in CSS ausdrücken. Das umfasst auch verschiedene Aspekte. Das eine sind die Literale. In klassischen CSS-Views gibt es untypisierte Literale, und zwar nur Zeichenliterale und Zahlenliterale. Aber es gibt zum Beispiel keine Byte-Literale und der Datentyp wird auch implizit abgeleitet,
was zu Verwirrung und unerwartetem Verhalten führen kann. Und wenn man ein Literal vom Typ Raw brauchte, musste man auf Casting- und Konvertierungsfunktionen zurückgreifen. View-Entitäten bieten jetzt aber typisierte Literale in fast allen Datentypen an. Der Datentyp wird explizit genannt und dadurch entsteht mehr Typsicherheit. Und der letzte Punkt hier ist die verbesserte Überarbeitung von View-Stacks in diesen CDS-Dedic-basierten Views. Wenn man ein Feld umbenennen will, dann muss man ganz unten anfangen, also im untersten View eines View-Stacks, muss ein Dummy-Feld einführen mit dem neuen Namen, das aktivieren und dann einzeln durch den View-Stack hindurchgehen und jeden einzelnen View manuell ändern und aktivieren. In View-Entitäten ist das jetzt per Massenaktivierung möglich. Also man kann Feldnamen und Assoziationsnamen in allen voneinander abhängigen Objekten einmal umbenennen und per Massenaktivierung aktivieren. Was natürlich auch vieles erleichtert und beschleunigt. Das sind wichtige Merkmale beim Erstellen und Verwenden von CDS-Views. Und die nächste Dimension der Optimierung ist die CDS-Aktivierung. CDS-View-Entitäten haben, da wurde die Aktivierung deutlich beschleunigt. Den Hauptgrund dafür habe ich schon genannt, dass man eben dieses Dedic-Artefakt nicht mehr benötigt. Und hier in dieser Tabelle sieht man Zeitmessungen in einem Create-Szenario mit 10 oder 20 Views wird die Aktivierungsgeschwindigkeit jeweils reduziert, also zum Beispiel von 20 Sekunden auf 10 Sekunden. Und in Change-Szenarien, in denen ein Feld geändert wird, wird die Aktivierung noch um ein Drittel beschleunigt. Und außerdem, das Gleiche trifft auch auf CDS-Erweiterungen zu, dass die Aktivierung deutlich schneller abläuft. Da wurde aber die Aktivierung ja doch überarbeitet. Und zwar wird die Aktivierung nicht mehr separat behandelt, sondern zusammen mit dem erweiterten Objekt, was deutliche Einsparungen bringt. Und die letzte Dimension ist die verbesserte Architektur von View-Entitäten. Da ist zum einen zu nennen die Schlüsselbehandlung. In Dedic-basierten Views kann man mit dem Schlüsselwort Key auf CDS-Ebene einen Schlüssel definieren. Aber das Dedic-Artefakt wird implizit ein Schlüssel generiert aus den zugrunde liegenden Datenquellen. Und dieser Dedic-Schlüssel wird dann zum Beispiel für die Pufferung weiterverwendet. Und falls der CDS-Schlüssel und der Dedic-Schlüssel sich unterscheiden, führt das auch zu unerwartetem Verhalten. Und aus diesem Grund wurde dann diese Annotation eingeführt, Preserve Key. In View-Entitäten braucht man die Annotation aber nicht mehr. Da wurde die Schlüsselbehandlung optimiert und harmonisiert. Die Behandlung von Währungen und Mengen wurde überarbeitet. Zum einen gibt es neue Konsistenzprüfungen. Wenn
Währungen und Mengen in Berechnungen verwendet werden. In DEDIC-basierten Views gab es gar keine Prüfungen. Es herrschte sozusagen der Wilde Westen. Man konnte 2 Kilometer plus 5 Euro rechnen, auch wenn das Ergebnis überhaupt keinen Sinn ergeben hat. In View-Entitäten wird aber geprüft, also dass Berechnungen Sinn ergeben und die Referenzen, also die Einheiten, müssen zueinander passen. Außerdem muss man die Bezüge zu Währungs- und Mengeneinheiten explizit definieren. Da gibt es auch keine implizite Herleitung aus den Datenquellen. Und drittens gibt es jetzt auch die Möglichkeit, mit selbst definierten Einheiten zu rechnen, beispielsweise den Quadratmeterpreis eines Apartments, Euro geteilt Quadratmeter. Das zeige ich später auch in der Demo nochmal. Und der letzte Punkt auf dieser Folie ist die überarbeitete Pufferbehandlung. In DEDIC-basierten Views oder im DEDIC wurde die Pufferung in den technischen Einstellungen vorgenommen. Der SAP-Entwickler konnte Puffereinstellungen konfigurieren und Kunden hatten danach die Möglichkeit, das zu ändern bei Bedarf. In CDS-Views gab es Pufferungsannotationen und der große Nachteil dabei bestand darin, ja, dass Kunden die nicht mehr nachträglich ändern konnten, weil sie die DDLS-Source nicht verändern durften. Und bei CDS-View-Entitäten wollte man wieder mehr Flexibilität ermöglichen und näher an die Qualitäten des DEDIC, also des ABAP Dictionary, herankommen. Deswegen hat man das überarbeitet und der Puffer wird jetzt als eigenständiges Entwicklungsobjekt separat zu einem View angelegt und Kunden können das auch wieder anpassen, nach ihren eigenen Wünschen gestalten. Das gucken wir uns auch danach in der Demo noch an. Diese ganzen Informationen, dazu gibt es auch Blogs auf der SAP-Community, also ein Übersichtsblogpost, dann ein detaillierten Blogpost über die ganzen Änderungen, auch mit Beispielen, Pufferungen, Erweiterungen und die Feature Matrix gibt einen Überblick über CDS insgesamt, auch unter anderem View-Entitäten. Da findet man dann auch die Beispiele, die ich jetzt zeigen werde. Okay, und damit gehe ich jetzt ins ADT. So, man müsste jetzt mein ADT sehen. Und hier auf der linken Seite ist eine CDS-View-Entität, auf der rechten Seite ein klassischer CDS-View. Sie enthalten genau die gleichen Elemente, aber im klassischen View musste vieles auskommentiert werden, weil das alles nicht unterstützt wird. Und das gucken wir uns jetzt von oben nach unten an. Auf den ersten Blick sieht man, dass der klassische View viel mehr Header-Annotationen hat, die in View-Entitäten gar nicht benötigt werden. Zum Beispiel diese Annotation Preserve Key. Da geht es eben darum, dass der DEDIC-Schlüssel und der CDS-Schlüssel gleich sein müssen. Das wird dadurch erzwungen. Das benötigt man aber nicht mehr. Auch diese Compare-Filter. Da geht es darum, dass Filterbedingungen von Joins verglichen werden, sodass identische Joins nur einmal angelegt werden. Auch dieses Verhalten ist in View-Entitäten optimiert und implizit, sodass die Annotation obsolet ist.
Pufferung wird nicht mehr im View gesteuert und genauso die Mandantenbehandlung. Ja, und da es auch kein DEDIC View mehr gibt, braucht man auch diesen SQL View Name nicht mehr. Und man sieht hier, dass die View-Entität mit dem Statement DefineViewEntity definiert wird. Dieser Entitätsname muss gleich sein zu diesem DDLS-Namen. Und ich zeige jetzt dieses SQL-Create-Statement. Dieser Name wird eben auch in dem Datenbankobjekt verwendet. Und man sieht hier außerdem, dass ein View auf der Datenbank angelegt wird, Create or Replace View, obwohl Eingabeparameter definiert werden. Und im Gegensatz dazu wird im alten View eine Tabellenfunktion angelegt. Und außerdem sieht man hier noch die Mandantenbehandlung. Es wird automatisch diese Where-Bedingung generiert, die nach dem aktuellen Sitzungsmandant mittels der Sitzungsvariable filtert. Der nächste Punkt sind strengere Syntaxprüfungen. Zum einen die Annotationen. Wie gesagt, dürfen in View-Entitäten nur Annotationen stehen, die als CDLA-Objekt registriert sind, sonst kriegt man eine Fehlermeldung. Und bei Vergleichen wird auch der Wertebereich von Datentypen überprüft. Man kann Integer 1 nicht mit 256 vergleichen, weil der Wertebereich von Integer 1 nur bis 255 geht. Das gleiche hier unten. NumC4 kann man nicht mit Character der Länge 5 vergleichen, weil die Länge gleich sein muss. Und in den klassischen Views wurde das nicht geprüft. Des Weiteren, bei View-Entitäten, sobald mehrere Datenquellen über ein Join verknüpft sind, wird erzwungen, dass jedes einzelne Element dieses Source-Prefix hat, damit auch im Fall einer Erweiterung keine Namenskonflikte entstehen und jedes Element einer Datenquelle zugeordnet werden kann. Der nächste Punkt, den ich jetzt zeigen möchte, ist die erweiterte Ausdrucksmatrix und die erweiterten Operandenpositionen. Hier sieht man ein Beispiel für einen Case-Ausdruck, also eine Fallunterscheidung, die mit einem Cast geschachtelt ist. Hier sieht man eine eingebaute Funktion, also exemplarisch Substring, die als Argumente verschiedene Operanden hat, Sitzungsvariable, Parameter und arithmetischer Ausdruck. Das ist exemplarisch und es ist halt einfach viel mehr möglich. Man hat versucht, so viele Einschränkungen wie möglich zu entfernen. Und hier ist eine komplexe Fallunterscheidung mit einem arithmetischen Ausdruck und einer anderen Fallunterscheidung als Operanden. Und man sieht auch den neu eingeführten Zusatz else null, mit dem man diese Warnmeldung unterdrücken kann. Case without else can lead to null values. Und hier in der Where-Bedingung sind auch arithmetische Ausdrücke möglich. Und selbst dieses cast, das ich vorhin schon gezeigt habe, ist in klassischen Views nicht erlaubt. Und hier oben habe ich noch vergessen, die Join-On-Bedingung und Assoziations-On-Bedingung akzeptiert auch Literale auf der linken Seite. Die vollständige Liste ist in der ABAP-Schlüsselwort-Dokumentation enthalten. Das waren einige Beispiele.
Als nächstes zeige ich neue Features. Hier ist ein Beispiel für ein typisiertes Literal vom Typ Deck. Und hier ist ein typisiertes Literal Deck Float 16. Genau, die Erweiterungen wurden überarbeitet. Man definiert sie jetzt mit Extend View Entity. SQL View Append Name ist nicht mehr benötigt. Es gibt keinen Namen hinter with. Und wie man sieht, braucht man auch kein Dummy-Feld. Man kann nur eine neue Assoziation exponieren. Und hier ist ein Beispiel für berechnete Menge mit berechneter Einheit. Hier wird sich eine selbst definierte Einheit angelegt, also concat currency geteilt Unit. Das wird als Referenz genutzt für diese Berechnung von dem Mietpreis durch eine Apartmentgröße. Und in der Datenvorschau sieht das dann so aus. Der Quadratmeterpreis wird berechnet und die Einheit ist Euro geteilt Meter Quadrat. Und hier noch ein Beispiel für einen Puffer. Es gibt die neue Annotation Entity Buffer. Damit erlaubt oder verbietet ein Entwickler einen Puffer. Und der Puffer selbst wird in einem CDS-Tuning-Object definiert. Das hat auch ein eigenes Symbol. Das Statement lautet Define View Entity Buffer. Und da gibt es dann die zwei Einstellungen Layer und Type. Type ist genau das gleiche wie im DDIC, Single, Generic, Full oder None. Und bei Layer hat man zur Auswahl Core, Localization, Industry, Partner und Customer. Die sind hierarchisch angeordnet und ein höheres Layer überschreibt ein niedrigeres Layer. Also kann SAP mit Layer Core einen Puffer definieren und ein Kunde kann mit dem Layer Customer sich eigene Einstellungen definieren und es wird dann jeweils nur der Puffer des höchsten Layers berücksichtigt. Und jetzt noch eine kurze Demo von dem Produkt meiner Abteilung. Also das steht auch alles in der ABAP F1-Hilfe. Wenn man auf F1 drückt, erhält man weitere Informationen zu diesem Feature. Damit zum nächsten Teil. Also ich habe jetzt noch 10 Minuten Zeit, um kurz die Möglichkeiten zur Migration zu zeigen. Die Demos sind auch hier auf den Folien drauf. Also zuerst muss man sagen, dass CDS-DDIC-basierte Views und View-Entitäten inkompatibel sind in einigen Bereichen. Zum Beispiel hat der DDIC-basierte View eben dieses DDIC-Objekt und wenn verwendende Programme darauf zugreifen, würde bei einer Migration der DDIC-View gelöscht werden und die Verwender würden danach Fehlermeldungen haben. Also, deswegen sind View-Entitäten inhärent inkompatibel zu klassischen CDS-Views. Die SAP stellt aber, falls ein Entwickler seine CDS-Views migrieren möchte, gibt es verschiedene Tools zur Unterstützung. Und zum einen gibt es ein Programm, das systemweit alle Verwender dieser DDIC-Views auflisten kann. Und das wäre dann ein vorbereitender Schritt für eine Migration, dass man alle Vorkommen auf den Entitätsnamen umstellen muss, dass man nachträglich keine kaputten Programme vorfindet. Es gibt ein Programm zur Migrationsanalyse. Man kann manuell migrieren und es gibt auch eine Tool-gestützte Migration.
Dieses Vorbereitungstool ist auch in das eigentliche Migrationstool integriert. Das sehen wir nachher. Es ist seit Basis-Release 7.5.7 ausgeliefert. Man kann es aber per Downport für die Releases 7.5.2 bis 7.5.6 einspielen. Dann gibt es ein Migration Candidates Report, also ein Tool, das Views analysiert und einen Status zurückgibt, rot, gelb oder grün. Rot bedeutet, dass es technisch nicht möglich ist, ein View zu migrieren. Den View muss man dann löschen und als View-Entität neu anlegen, wenn man ihn braucht. Gelb kann zwei Sachen bedeuten. Entweder man muss eine Quelle manuell vorbereiten oder es wird während der Migration eine Änderung vorgenommen, die das Verhalten des Views ändert. Also das ist dann nur eine Informationsmeldung, die man auch ignorieren kann. Und grün bedeutet, ja, Migration geht ohne Probleme. Das werde ich gleich zeigen. Bei einer manuellen Migration ist empfohlen, dass man erst diese Analyse durchführt und danach manuell im ADT die Änderungen vornimmt. Das zeige ich jetzt einmal schnell. Dieses Analysetool und auch das Migrationstool an sich werden auch als ADT-Wizard gerade vorbereitet. Also im Moment sind sie als ABAP-Programme ausgeliefert, aber in den kommenden Releases wird voraussichtlich auch ein Wizard verfügbar sein. Man kann hier erstmal die Quelle eingeben, also einzelne Entitäten oder per System oder so. Ich werde jetzt eine einzelne Entität analysieren. Einen einzigen View meine ich. Ich lasse mir alle Stati anzeigen und dann gibt es noch Cache-Settings, bei denen man ein bisschen aufpassen muss. Das Ergebnis sieht dann so aus. In der Spalte Overall Status, ja, sieht man eben rot, gelb oder grün. Und in den Spalten rechts davon erhält man weitere Details. Das sind also die einzelnen Aspekte, die geprüft werden. Grün bedeutet, dass alles okay ist. Und hier habe ich was Gelbes. Da kann ich einmal auf F1 drücken. Dann wird mir erklärt, was da los ist. Also in dem Fall enthält mein View Puffer-Annotationen, die bei einer Migration gelöscht werden müssen. Und dadurch geht eben die Pufferung verloren und muss bei Bedarf neu angelegt werden. Und außerdem wird auch dieses Select Star nicht unterstützt. Stattdessen muss man explizit eine Elementliste definieren. Und auch diese Annotation Compiler Compare Filter wird in View-Entitäten implizit auf True gesetzt. Wenn sie auf False sitzt, dann informiert mich die Meldung darüber, dass sich das Verhalten ändert von False auf True. Mit diesem Wissen kann ich jetzt meine Migration durchführen. Also ich brauche die Annotation SQL View Name nicht mehr, die nicht mehr, Preserve Key nicht mehr, die Annotationen werden auch nicht unterstützt. Und außerdem brauche ich eine explizite Elementliste. Und so kann ich das aktivieren. Ja, so funktioniert die manuelle Migration. Und als nächstes und als letztes zeige ich noch das Migrationstool, also die toolgestützte Migration.
Dafür habe ich ein Paket mit 3 Views vorbereitet. Und gibt 2 verschiedene Execution Modes. Es wird empfohlen, erst Simulate zu machen und danach Generate Inactive Version. Und da unten kann man, wenn ich hier ein Häkchen setze, dann wird mir angezeigt, also alle Verwender von DEDIC-basierten Views werden dann angezeigt, damit ich die bereinigen kann. Nicht DEDIC-basiert, von diesen DEDIC-Artefakten. Und es gibt 4 Phasen. Initial Consistency prüft, dass die Quelle fehlerfrei ist. Pre-Check sind genau die Prüfungen dieses Migration Candidate Reports. Mit Doppelklick wird es einem nochmal erklärt und man kommt zur Doku. Dann werden ungefähr 26 Regeln durchlaufen, also mit Anpassungen. Und Post-Check macht dann so eine Check-Activation. Also es wird geschaut, ob man das Ergebnis aktivieren kann. In diesem Fall gibt es ein Problem. Und ich gucke mir jetzt mal an, also das Ausgangsobjekt und das Zielobjekt. Und ich habe jetzt diesen Ziel-Quellcode eingefügt und sehe, an welcher Stelle das Problem auftritt, weil hier kein Datenquellenpräfix genannt wird. Das heißt, ich muss jetzt diesen View erstmal vorbereiten und die Datenquelle einfügen. Funktioniert jetzt? Ja. Okay, und hier gibt es eine Warnmeldung, die besagt, dass der CDS-Managed-DEDIC-View in einem Verwender angesprochen wird und der Verwender wird nach der Migration kaputt gehen. Das findet man heraus über diese Where-Used-Prüfung oder Where-Used-List. Hier lande ich bei einem Programm, das auf den DEDIC-View zugreift. Ich ersetze das durch den Entitätsnamen und aktiviere das. Und damit habe ich die Probleme gelöst und kann jetzt nochmal Generate Inactive Version durchlaufen lassen. Okay, keine Ahnung, warum das jetzt gefragt wird. Auf jeden Fall wäre das Ergebnis, dass die Views zu View-Entitäten, also die Syntax wird geändert und angepasst.
Der Entwickler muss es aber noch selber aktivieren. Genau, das steht hier alles nochmal auf den Folien drauf. Und ja, weiterführende Informationen gibt es in der ABAP-Schlüsselwort-Dokumentation auf dem Help-Portal oder über F1. Und ich bin aktiv auf der SAP-Community. Da kann man auch unter Blogs Fragen stellen. Darüber erreicht man mich. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Andrea. Das war wirklich ein sehr detaillierter, sehr aufschlussreicher Vortrag, vor allem mit sehr viel Hintergrundinformation.